Und was mache ich jetzt? Jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Ja, doch, kann ich schon. Muss auf jeden Fall da hoch. Das heißt, auch eine Plattform, die mich da hochbringen kann. Das heißt aber auch, dass die das nicht ist. Aber die hier, die könnte es schaffen. Oh mein Gott, ich habe keinen Plan. Ich bin so confused. Weil wenn ich jetzt das da aktiviere, dann komme ich ja nicht schnell genug dahin. Allgemein komme ich da gar nicht. Hä? Oh. Ach, guck mal hier. Nein, sag nicht, ich hätte da hochgeklettert. Hätte können, sollen. Also geht das natürlich nicht mehr. Oh no, wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Da kann ich mich auch nicht festhalten. Oh nein. Oh nein. Drüben kann ich aber rauf. Lol, das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Keine. Oh nee, da ist er einfach nicht. Lol. Ah! I see. Und jetzt soll ich einmal hier drehen. Oh, perfekt. Das hat ja super geklappt. Ah, okay. Nee, das passt so. Nice, ich hab's. Bin doch nicht doof. Nee. Ui. Da muss die doch stolz auf mich sein. Du hast die Wartungsräume der Anlage erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja. Auf und davon. Entschuldigung. Ich hatte mich eigentlich gemutet, aber genau beim Husten bin ich nochmal drauf gekommen. Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Au. Dieser Roboter ist im Nahkampf sehr gefährlich. Recht nett. Ach, deshalb kriege ich ja eins auf die Schnauze. Wow. Oh nee, nicht schon wieder. Alter, geh mal weg jetzt. Ah. Schon ein Roboter, der mich wieder zu viel Munition kostet. Und dann gleich zwei davon. Und dann kann man da nicht hochklettern, aber Hauptsache es klippt raus. Am I a joke to you? Ich kann da halt echt nirgendwo hochklettern. Mein Charakter ist einfach zu dumm zum Klettern. Ja, ist einfach ein Kofferraum gesteckt, so ein Fuß, Alter. Willst du mich verarschen? Was ist denn mit denen? Was ist denn Charles, mit denen? Warum hat der Boss die echten Beta-Konnektoren außer Betrieb genommen? Waren sie kaputt? Nicht ganz. Dr. Sitchinoff war nicht überzeugt, dass es bei Kollektiv einen Bedarf an Entscheidungsbefugnis gab. Also wollte der Boss Gleichberechtigung und hat wegen Molotow seine Meinung geändert? Vielleicht, Genosse Major. Was soll das heißen, vielleicht? Dr. Sitchinoff wollte Gleichheit für alle. Daran besteht keinerlei Zweifel. Aber es gab den Alpha-Konnektor schließlich gleich von Anfang an. Was, wenn der Boss die Macht des Alpha-Konnektors gar nicht nutzen wollte, sondern ihn nur zum Starten von Kollektiv brauchte? Das ist doch möglich, oder? Möglich ist alles. Möglich. Gibt es noch mehr so Fliegedinger? Oder sind es noch die Waschroboter? Ah ja, stecken wir mal den Booster rein. Diese Selbstreparatur ist ja cool. Perfekt. Der Rest ist jetzt wieder oben. Mhm,
Alter, kannst du da nicht hochspringen? Okay. Nee, warte mal, der eine ist da unten. Die Dinger, ne? Die sind ganz schön sass. Modul Gliedmaße. Arm rechts gefunden. Ort Wawilow Etage. Übertragung gestört. Daten unvollständig. Was ist denn? Warum können wir das Modul diesmal nicht lokalisieren? Ich kann leider nicht helfen. Es gibt eine Störung auf dieser Etage. Mögliche Störquellen könnten eine elektromagnetische Abschirmung oder ein langes, gestrecktes Objekt sein. Ein großes, längliches Objekt? Klingt ja merkwürdig. Wieso merkwürdig, wenn ich es sehen kann? Oh Mann. Ach so, okay, das zweite ist nicht so schwer. Rot. Okay. Das war dumm. Scheiße. Darüber. Okay. Das heißt, die zwei sollen zusammen sein, aber ich krieg die nicht so hin, wie ich sie gerne hätte. Deswegen machen wir mal so. Den weiter weg. Und den darüber. So, jetzt müsste es klappen. Tada! Ich bin nicht doof, okay? Ich weiß, wie das geht. Du brauchst nicht versuchen, deine Kuppel zu reparieren. Alter, wie viele denn noch? Alter, ist da so ein... guck dir das an. Die Na Musik toll. Ist auch immer ein anders. Dicker Brocken und viele kleine Mistviecher. Was soll ich denn damit machen? Coole Musik, by the way. Alles klar, ich will den Loot von euch kaputten Kackrobotern. Hier so einen Knopf drücken. Wieso ist das überhaupt da drin? Ach so, das Ausstellungsstück oder was? Wie jetzt? Was ist das, ein Spiel für Kinder? Das ist ein Logikschlüssel. Nicht schlecht. Ach, jetzt verstehe ich. Ich glaube, er aktiviert eine Art Prozess. Einfach Snake spielen. Easy. Und wie viel muss man fressen? Boah, muss man da schnell steuern. Oh, okay. Wow, das war voll easy. Oh, scheiße, Charles. Ist das der Prozess, den ich gerade aktiviert habe? Wohin denn? Was soll das? Oh lol. Einfach die Hand gefressen. Ich dachte, ich bin jetzt tot. Du scheiß Metallarschloch. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Das war knapp. Ja, scheiß drauf. Wenigstens habe ich den Arm. Der hier sieht richtig aus. Suchen wir den Rest. Ach nein. Ich bleib hängen. Okay, ich bin wieder draußen. Na, wo seid ihr fliegenden Pisser? Da seid ihr. Die Pistole ist schon echt krass OP.
Da oben bist du. So, mehr looten. Ey, man erkennt halt so schlecht, was man noch looten kann und was nicht. Das finde ich auch ein bisschen bescheuert gemacht. Zumal, wenn man von so vielen gleichzeitig angegriffen wird, dann ist es ja nur noch ein Chaos. Und das, was da drin ist, kann ich nicht looten. Perfekt. Schaut mal, ich kann mich irgendwie weird im Spiegel sehen. Oder im Fenster. Was ist das für ein toller Stein? Naja. Dann gehen wir mal weiter. Charles, nachdem die ganze Beta-Connector-Idee tot war, haben Sie also die Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis gemacht? Leider ja. Der Machtkampf im Kreml hört niemals auf. Die Parteiführung wollte auch bei Kollektiv die Macht haben. Aber es ist doch unsere Regierung. Wir sind die UdSSR. So ist es. Aber Kollektiv war für alle auf der Erde gedacht. Und die UdSSR ist nicht das einzige Land. Wir können Kapitalisten und Imperialisten nicht in Kollektiv lassen. Warum nicht? Kollektiv als weltweiter Zusammenschluss gleichberechtigter Menschen, in dem Roboter alle Arbeiten erledigen. Jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Das hören die Kapitalisten bestimmt nicht gern. Leider ist für Machthaber Gleichberechtigung nicht attraktiv. Damit der Kreml also nicht alles an sich reißt, hat Dr. Satchel auf Entscheidungsbefugnisse in Kollektiv programmiert. Verstehe. Alter, nervt mich die Dinger. Also die mit dem Schild, wirklich. Ganz schlimme Zeitgenossen. Perfekt. Wenigstens tun wir nicht noch auf die Nerven. Ich schlage aber auch einfach hier durch die Gegend, ne? Perfekt. Ich bleib schon wieder hängen. Oh. Wo ist der hin? Die sind halt so OP, wenn die zu mehreren kommen. Also wirklich komplett OP. Meine Fresse. Jetzt nur noch unten. Ja, nee, ich muss wieder zuerst nach unten. Ja, perfekt. Statt dass ich einfach direkt alle Teile sammeln darf. Ist da noch irgendwo einer? Wegen der Musik, weil die mal wieder nicht aufhören will. Ja, okay, der erste Arm passt. Bleibt einfach down. Jetzt soll ich wieder hochlaufen. Perfekt. War hier nicht irgendwo so eine chillige Lounge? Naja, egal. Weil es gibt ja noch dieses Upgrade, dass ich ja mich heilen und trotzdem angreifen kann. Das würde ich gern haben wollen. Also, denke mal aus einem sehr guten Grund. Neuer Scan-Zyklus, Modul, Gliedmaße, Arm, links gefunden, Ort, Pavlov-Etage. Könntest du etwas genauer sein? Das ist widerlich. Er steckt in etwas Warmem, Klebrigem. Oh nein, rotes Polymer. Ekelhaft. Was soll denn das heißen? Es tut mir leid, Genosse. Das sind die einzigen Daten, über die ich verfüge. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Definitiv. Oh, fuck. Jetzt noch Gift oder was? Schau mal, was. Wo willst denn du eigentlich hin, du kleiner Pisser?
her mit dem Zeug. Oh, hier. Das wollte ich haben. Perfekt. Was soll es sein, Major? Waffen? Oh. Bitte sag. Ich kann was upgraden. 458. Ey, wieso kriegt man denn so viel davon immer? Dachte, ich habe letztens viel zu viel ausgegeben. Ja, hier war das, ne? Hier unten. Kannst du Euro-Kapseln mit einer Hand benutzen. Genau, das wollte ich haben. Okay, gut, die Teile werden halt auch immer teurer. Ja gut, das macht schon Sinn. Verbesserte Gesundheit. Ja, bitte. Okay, was haben wir hier? Achso, das habe ich schon. Das habe ich auch schon. Inventarschaden. Ja, das glaube ich, sollte ich vielleicht auch mal machen. Erhöhte Resistenz gegen physischen Schaden. Das mache ich auch mal rein. Alles, was mein Leben länger macht. Beim Schwimmen bist du gegen sämtlichen Ding geschützt. Boah. Jeder anständige Major muss einen Marathon laufen können. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Das finde ich auch gut. Und jetzt habe ich wieder keine Energie mehr. Perfekt. Aber warte mal, vielleicht kann ich ja andere Sachen noch machen. Autorisierung. Waffen bitte. Okay. Verbesserung. Waffe, Pistole. Hier einmal. Nice. Hopp. Dann hätte ich gerne noch meine Munition. Was habe ich denn sonst so alles? Den Schrot. Was ist denn mit so einer Flasche? Kann auch mal ein paar andere dieser Dinger aussortieren. Aber wie ging es da automatisch sortieren so? Ja, noch so eine Flasche. Aus dem Platz her. Dass ich schon wieder voll bin. Ich weiß nicht, was die Dinger machen, deswegen können die erstmal weg. Ich habe das nicht gelesen. Hätte ich vielleicht lesen sollen. Und das Ding, das nervt mich ehrlich gesagt auch. Das hau ich, glaube ich, auch mal weg. So. Dann, was das ist? Irgendeine Munition, die ich nicht benutzen. Lol. Das wollte ich nicht wegmachen. Das wollte ich wegmachen. Okay. Alles schön sortiert. Dann herstellen. Verbrauchsgegenstände. Heilung. Dynamo regeneriert für gewisse Zeit Energie. Ach so. So, das macht es. Sofort Energie. Ach ja. Munition. Pistole. Das hört sich gut an. Davon machen wir mal ein paar. Immer 8 Schuss. Ja, passt schon. Machen wir 8. Was herstellen bitte? Was ist eigentlich das? Ach, Schnellwahl. Ach ja, schau her. Oh, es hat aber nicht viel Muni gebracht. Oder ist das jetzt? Lol. Zugang gewährt. Ich hatte es gar nicht dabei. Wieso ziehen die mich immer ab? 100, ja, okay. 13 Schuss habe ich jetzt drin. Nice. Das ist schon wieder so ein bekloppter Kackroboter. Hier traue ich nie wieder. Ich habe es einmal gemacht. Aua. Ich wollte dir einmal trauen. Und du bist mir sofort in den Rücken gefallen. So, komm mal, kleiner Fixer. Ah. Moin. Da sind aber einige drin. 2 schwarze, 2 weiße. Oh ne, 3 weiße, 4 weiße. Oh ne, davon können dann bestimmt wieder 2 oder so. Diese Kacke. Diese Schilden. Alter, was ist denn mit der Musik? Oh, ein Schloss. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist das ein Wal? Ach so, eins schon wieder. Okay. Das ist hier. Das heißt, die zwei müssten am besten den Platz tauschen. So. Nee. Es muss eins weiter weg. So.
Hä? Willst du mich verarschen? So? Ja, doch. So, okay. Ich war kurz ein bisschen verwirrt. Okay, auf zu dem Riesenwal-Skelett. Oder was heißt Skelett? Innenleben. Es sieht halt schon echt cool aus, aber auch echt ekelhaft. Alter, was für Riesenlungen und was für ein Riesendarm. Und dann so ein Mini... Ja, okay, was heißt Mini-Gehirn? Das Gehirn ist immer noch riesig. Zum Vergleich. Voll cool. Das finde ich tatsächlich mal richtig cool. Ding lebt also. Wieso wird das eigentlich größer, sobald ich das mache? Das ändert einfach das Ding. Das Modell. Ah, der lebt noch. Mach es dir bequem. Möchtest du etwas über Wale erfahren? Ja. Ja, klar, lass dir Zeit und weggehen. Wie bitte? Wale. Wale sind mein Fachgebiet. Ich bin der Zetologe hier. Allerdings gab es bislang noch nicht viel für mich zu tun. Aber ich liebe diese Kreaturen. Sie sind einfach grandios. Und habe ich deine Neugier geweckt? Was redest du? Bist du tot? Ja, klar, lass dir Zeit. Ja, klar. Lass dir Zeit. Fakt Nummer 1. Wie du weißt, sind wir alle aus dem Meer gekommen. Aber nur die Wale waren so klug, auch wieder zurückzugehen. Vor 50 Millionen Jahren waren sie große Säugetiere mit einer gleichen Anzahl Fingergliedern. Und doch zogen sie das Meer vor. Bewundernswert, nicht wahr? Fakt Nummer 2. Die Zunge eines Grauwals wiegt über 4 Tonnen, also etwa gleich viel wie ein erwachsener Elefant. Und es passt bis zu 50 Menschen darauf. Stell dir nur vor. Fakt Nummer 3. Wale nehmen Geräusche nicht so wie du und ich über ihre Ohren wahr, sondern über ihren Unterkiefer. Sie spüren Vibrationen und Unterwasserwellen. Wahnsinn. Fakt Nummer 4. Wale sind neben uns die einzigen Säugetiere, die singen können. Was ist mit Delfinen? Gesang kann bis zu 40 Minuten dauern und unterschiedliche Motive und sogar Genres aufweisen. Fakt Nummer 5. Wale können bis zu 3,5 Kilometer tief tauchen. Da unten weinen sie Fett statt Tränen, um ihre Augen vor Salz und dem hohen Druck zu schützen. Fantastisch. Fakt Nummer 6. Wale haben eine sehr geringe Sehkraft und keinen Geruchs- oder Geschmackssinn. Sie können Essen nicht schmecken. Aber sicher haben sie einen tadellosen Geschmack bei ästhetischen Dingen. Aber das waren erst einmal genug Walfakten für einen Tag. Ich könnte zwar noch ewig weitermachen, aber du wirkst beschäftigt. Okay, danke. Ja, sehr rücksichtsvoll. Wie du willst. Ich bin jedenfalls noch hier, bis hier geschlossen wird. Ich bekomme von diesem Anblick einfach nicht genug. Ich will noch mehr wissen. Kann ich noch mehr wissen? Du bist es wieder. Möchtest du noch mehr über Wale erfahren? Ja, Mann. Fakt Nummer 1. Wie du weißt, sind wir alle aus dem Meer gekommen. Aber nur die Wale. Wow, der wiederholt sich einfach. Was ein Arschloch. Mann, nein, genug ist genug. Ich finde das sehr interessant. Dieses Wals in einen Polymerkörper übertragen. Die mimetische Anpassungsfähigkeit des Polymers ist diesen erstaunlichen Tieren zu verdanken. Heutzutage passen sich Polymere dem Inneren des menschlichen Körpers an, ohne eine Abwehrreaktion auszulösen und ersetzen sogar beschädigte Organe. Die Forschung ist noch lange nicht abgeschlossen, aber eines ist gewiss. Dieser Polymerwal ist der erste Schritt zur Verlängerung des menschlichen Lebens. Dank des Talents sowjetischer Wissenschaftler. Ein fantastisches Exponat. Darf ich dich etwas fragen, Major? Wenn du nach dem Tod in anderer Form weiterleben könntest, würdest du es tun?
Nein, mir reicht die, die ich habe, in einem Becken voller Schleimhut zu schwimmen, klingt nicht sehr appetitlich. Warum nicht besser als in einem verfallenen alten Kapuz gewesen? Ich bin höchstens in einer Extremsituation, wenn mir zum Beispiel die Beine abgerissen wurden oder so. Nein, mir reicht die, die ich habe. In einem Becken voller Schleim rumzuschwimmen klingt nicht sehr appetitlich. Aber findest du den Gedanken an eine Polymer-Unsterblichkeit im Großen und Ganzen akzeptabel? Klar, warum nicht? Wenn jemand so leben will, dann soll er doch. Du bist nicht gerade ein Optimist, Major, was? Nicht mehr. Interessante Tatsache. Dieser Wal wurde von Michael Stockhausen erworben, der eine ganze Woche lang einen Walfänger steuerte. Interessiert mich ein Scheiß, Charles. Ja, aber ich meine, was hat man dann davon? Ja, cool, der Wal, der scheint laut dem, was ich, also wenn ich es verstanden habe, zu leben, aber da drin. Also, ja, der bewegt sich kein Stück, ist eigentlich für immer da drin gefangen oder was? Kann nichts machen, cool, unendlich leben oder was? Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Boah, ich dachte gerade, da läuft jemand. Oh, hier kann ich speichern. Boah, aber vorhin, als ich in der Tür drin gesteckt bin. Ey, wieso sind jetzt hier überall diese Verbesserungsroboter? Anfälligkeiten. Pijutschen. Was? Pijutschen? Sind Resistenz gegen Schusswaffen. Setzt Nahkampfwaffen gegen sie ein, scannt deinen Gegner und mehr. Okay, anfällig herauszufinden. Ja, perfekt. Heißt das jetzt, ich darf gegen so einen fighten, weil da unten nämlich einer ist? Ja, perfekt. Der bricht jetzt hier gleich aus. Ja, komm. Ja, natürlich. Was ist das für ein Scheiß in den Behältern? Vorsicht, das ist Plush oder Efeu. Es ist äußerst gefährlich. Oh, ja, den kenne ich. Und der abgerissene Arm ist natürlich mittendrin. Hätte der nicht einfach irgendwo in einer Ecke liegen können? Ach, das ist ein Boss? Oh mein Gott, fuck. Ich habe fast gar keine... Oh mein Gott, kein Wunder, dass da überall diese Dinger waren. Die haben mir gesagt, jo, machen wir nochmal Leben voll. Perfekt, Alter. Hoppala, das wollte ich nicht. Ach ja, der hat auch keinen Bock. Oh mein Gott, ich bin im Arsch. Oh, diese Quicktime-Events, ich hasse die. Gut, dass ich mit Controller spiele. Mit Tastatur wäre ich richtig gefickt. Alter. Alter. Ja, perfekt. Und wie oft macht er das jetzt? Noch dreimal, viermal, fünfmal? Hätte ich vielleicht die Axt verbessern sollen. Oh, du ekliges Stück Scheiße. Ekliger Wichser. Aber irgendwie bist du ganz schön scheiße. Du hast so richtig Schaden, hast du mir nicht gemacht. Oh, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Da kam direkt Insta-Karma. Boah, sag nicht, ich darf gleich nochmal gegen so einen kämpfen, weil da ist nämlich noch so ein Ding im Becken drin. Meine Fresse. Fast hätte das Polymer-Drecksding mich gehabt. Hoffen wir, dass aus dem nächsten Behälter nicht gleich noch einer gekrochen kommt. Ja, das denke ich mir auch gerade. Der zweite Behälter ordnungsgemäß verschlossen. Ja. Mal gucken, ob das. Aber war da nicht noch ein Arm oder hat er den Arm jetzt einfach gekrallt? Hä? Vorne liegt noch was. Was haben wir? Kann ich ihn nochmal looten oder was? Nee, ah nee, da ist was. Er hat eine kleine Puppe in sich drin. Aha, ist das ekelhaft. Was die Puppe angeht, Vladlena, ich weiß, dass eure Spielsa... Hast du ja, das perfekt. DNA schon infiltriert, Major? Die Regierungskommission wird jeden Moment eintreffen. Ich bin drin und suche eine Möglichkeit, den Militärdrillmodus zu aktivieren. Hier war die Kacke am Dampfen, das hat alles ziemlich verkompliziert. Sonst noch Fragen? Dann such schneller! Lass Dr. Sechenov nicht wieder hängen! Apropos dampfende Kacke. Eigentlich nicht für kleine Kinder bestimmt sind, doch es wäre schade, sie wegzuwerfen. Und ich fände es merkwürdig, sie selbst zu behalten. Jedenfalls wurde vor 2 Wochen am Tor zur Anlage ein Welpe mit dieser Puppe im Maul gefunden. Da
Vielleicht hat er sich verlaufen, vielleicht war er ausgesetzt worden, aber er schien gesund zu sein. Er weigerte sich jedoch, die Puppe herzugeben, hat sie stur im Maul getragen. Wir haben kurz überlegt, ihn als Wachhund zu behalten, aber er war einfach zu stur. Wir haben ihn dann Pavlov überlassen. Die lieben dort ja Hunde und werden ihm nichts tun. Aber ich wusste nicht, was ich mit der Puppe tun soll. Also dachte ich mir, ich schenke sie deinem Museum. Ich werde einfach traurig, wenn ich sie mir ansehe.